Wir gehen. Nein, wobei, das verstehe nicht früh. Ich wurf. Ich krieg mein Schwert ja erst gegen 17 Uhr. Also Warum? Weil die erst dann kann ich nicht aufmachen, mit oder in die was? Wüste kommen. Was? Ja, weil die dann das aufhaben. Und außerhalb der Wüste macht es keinen Sinn mehr, in die Mine zu gehen. Überlege gerade, ob ich mir erstmal was zu essen koche jetzt. Ei und Milch. Mach ich doch. Ich mach mal Omelette. Macht es. Ah, die haben keine Eier mehr, ne? Doch. Ja, nicht mehr Doch, so hier sind noch viele. Eier drin. Aber ich will nicht die Sterneier benutzen, um mir ein Omelette zu machen, was ja dann keinen Stammeier? Einfluss drauf hat. Was sind denn bitte Stammeier? Stern. Ach so. Ich Salat! Es weiß gibt eh nicht, was wir mit den Salat! Eigentlich hättest Sterneiern du machen es sollen. Soll ich die zu Mayonnaise? ernten müssen. Soll ich die zu Mayonnaise machen? Entweder machst du Mayonnaise oder verkaufst, dann musst du überlegen, was du denkst, was besser ist. Brauchst es nicht. Ich glaube, die Sterneier werden auch zu Sternsachen, oder? Ich glaube eigentlich nicht. Übrigens, hier gibt es heute wirklich Salat. Was bemisst denn sonst die Qualität von Mayonnaise, wenn nicht das, Ich was glaube, wenn vorher du ein war? großes einnimmst, oder? Also zumindest beim Käse ist es so, dass du große Milch nehmen musst für guten Käse. Oh, das kann natürlich sein. Das hört sich halt wirklich an, als würdest du wie in die Flasche pinkeln oder sowas. Ich mache das immer, damit ich nicht aufstehen muss beim Streamen, so unterhalb von meinem Schreibtisch. Ich pinkel Das gerade würde in ich dir eine tatsächlich Flasche. zutrauen. Also manchmal frage ich mich echt, was du für ein Bild von mir hast. Das willst du gar nicht so genau wissen, glaube ich, was ich für ein Ich Bild von dir fahre habe. durch Deutschland, um fremde Menschen zu vögeln. Ich pinkel in eine Flasche, weil ich nicht aufstehen will. Also Also. bisschen faul und ziemlich versaut. Das ist so, glaube ich, das Bild. Ziemlich viel auf körperlichen Spaß aus. Das auch nicht. Wobei, nee, eigentlich nicht ziemlich viel auf Spaß aus, weil du zockst ja auch viel. Ja. Eher so. So wird ein Schuh draus. Also. Wisst ihr, ich habe heute nochmal durch alte Bilder geguckt und habe mir so gedacht, das ist ein bisschen merkwürdig, dass ich manche Bilder habe, die ich habe. Hat mich ein Erzähl bisschen uns von versch. deiner Pornosammlung. Nee, das sind Urlaubsbilder, aber wo halt mein Vater fotografiert hat am FKK-Strand. Und du denkst ja halt, wenn du jetzt so erwachsen bist, ich weiß, warum er das so fotografiert hat, wie er es getan hat. Und das ist halt ein bisschen merkwürdig. Genau. Jetzt weißt du auch was. Also Ja. es geht nicht um mich, sondern um meine Mutter tatsächlich auf dem Foto. Ja, solange es seine Mutter ist und nicht irgendwelche Fremden. Nee, das nicht, aber es ist trotzdem merkwürdig. Also hast du dir jetzt Nacktbilder von deiner Mutter angeschaut, die dein Vater Nein, geschossen es sind halt meine Urlaubsbilder auch. hat? Vincent hat heute Geburtstag. So, Vincent möchte Ja, gerne Kupfer was erben. schenkst du ihm? Mittwoch ist Ruhetag, ich wollte Samen kaufen. Jetzt haben wir die besseren Schwingler, jetzt kann man keine Samen kaufen. Was ist denn los in dieser Welt? Du musst dich halt vorher um eine Besamung kümmern. Ich weiß nicht, was ich ihm schenken soll. Was habe ich denn hier? Ich habe Saft, Pastinakensaft und Maissaft. Probier's. Der mag ja nichts selbst gemacht. Ich habe noch nicht rausgefunden, was Vincent mag. Vielleicht Kekse? Vielleicht kann ich ihm irgendwas backen. Ich kann ja nichts Vielleicht muss ich ihm einkaufen. Schokokuchen einfach schenken oder so. Ich schicke ihm jetzt den gesamten Schokokuchen. Ich kann Schokokuchen Außerdem ist der machen ist nicht mir, sogar. der ist dir, glaube ich. Ich kann Schokokuchen sogar machen. Aber ich habe ihn da reingetan, du kannst ihn gerne nehmen und probieren. Da ist kein Schokokuchen mehr drin, den haben wir für irgendwas anderes verwendet. Ja, hat Felix bestimmt im Inventar. Das kann sein. Und was könnte ich ihm denn kochen? Was mögen denn Kinder? Gebackenen Fisch? Nee. Eher nicht. Brötchen, Tendenziell. Fischtaco, Spaghetti, aber wir haben kein Weizenmehl. Ich glaube, es mangelt alles daran, dass wir nicht so Grundzutaten haben, ne? Die stellen wir ja noch nicht her. Den Könnten wir nicht Weizen auch mal kannst du nicht herstellen? herstellen. Du kannst kein Weizenmehl oder sowas Na, herstellen. natürlich. Nee. Du kannst Weizen anbauen und kannst so eine Mühle bauen. Ach Und daraus so, kannst die du Mehl blöde backen. Mistmühle. Ja. Kannst du die schon bauen? Die musst du doch bei der Robin kaufen, oder? Die können wir, glaube ich, schon bauen, ja. Ach so. Also die ist ja nicht zum selber bauen, die musst du ja bauen lassen. Was könnte der denn mögen? Von dem, was wir da haben. Edelsteine mochte er, glaube ich, auch nicht. Und ich glaube, Muscheln auch nicht. Was würdest denn du ihm schenken? Irgendwas zu Spielsachenmäßiges. Nee. Vielleicht ein Apfel? Darf ich Keine ihm einen Ahnung. Apfel schenken? Wir haben nur noch einen Apfel. Ich glaube, den Apfel haben wollten wir aber aufheben für Dingensbummens, oder? Für die. Okay. Ich weiß gerade nicht. Bündeltier? Nee, das meine ich nicht. Bäh. Eine Nautilusmuschel?
Vielleicht eine Nautilusmuschel. Fluss? Nee, das ist ein Aquarium, suche ich nicht. Meinst du, jemand mag, meinst du, er mag Nautilusmuscheln? Tresor. Kochfutter, Verzauberer, Feldfutter. Tomate. Eine Blaubeere. Er kriegt jetzt eine Melone. Ich habe schon fast alles versucht bei dem Klingen. Geht langsam die Idee. Wir müssen übrigens mal Maki-Rolle und Spielei herstellen. Dann können wir das nämlich beim Kochdingens abgeben. Zusammen mit Mohn können wir das dann abgeben. Da Nein, fehlt nur noch ich will eins. Weißsaft trinken. Dann brauchen wir nur noch. Nee, warte mal, wir brauchen ja sowieso alle. Mohn haben wir schon abgegeben. Entschuldigung. Was brauchen wir denn hier noch? Rotkohl haben wir abgegeben. Da können wir hin. Entenfeder brauchen wir hier noch. Die Entenfeder kriegt man halt auch nur, wenn wir die Enten haben. Haben wir eine gefrorene Geode? Du kannst eine Ente kaufen, wir haben 13.000, ich brauche nur 25.000. Die Ente kostet doch 8. 4 tatsächlich sogar nur, das Häschen wir war. Wir haben eine gefrorene Geode im Mineralien-Ding, da habe ich glaube ich eine reingelegt. Bin ich die nicht noch müssen wir glaube ich wieder demnächst da hochgehen und Sachen ins Gemeindezentrum bringen. Mach das mal. Ich suche dabei gerade Vincent. Oder müsste in der Bibliothek sein? Aber das mache ich heute glaube ich eh nicht mehr. Ist Vincent in der Bibliothek? Nee, der ist ja unten. Okay, Vincent. Wir versuchen es mit einer Melone. Was sagst du zu einer Melone? Oh, nein. Oh, das ist für meinen Geburtstag. Danke. Okay, er mag keine Melone. Wolltest du ihm nicht einen Apfel schenken? Ich glaube, den Apfel brauchen wir nicht mehr. Der steht hier. Vielleicht können wir ihm Käferfleisch schenken. Schenk ihm mal Käferfleisch. Boah, das ist auch ein Ekelgeschenk, ey. Das würde ich ja nicht haben wollen. Es ist ein kleines Kind. Und er sucht gerade nach Käfern. Okay, lebenden Käfern ist vielleicht was anderes als Käferfleisch, aber... Nur so eine Vermutung, dass da was anderes ist. Oh, jetzt würde ich mir gerne Käferfleisch schenken und gucken, ob das wirkt. Also Schleim mag er nicht, das habe ich schon probiert. Er mag einfach nix. Das ist voll das verwöhnte Gehör. Das ist ein Bürgermeister. Hallo Bürgermeister. Steuereinnahmen, Kosten für das Frühlingsfest. Ja. Magst du übrigens eine Mais? Gerade ganz viel neue Samen. Danke, das ist großartig. Was machst du? Ganz viele neue Samen. Sehr schön. Sieht nach einem guten Tag zum Ballspielen aus, oder? Wenn du kein Mädchen wärst, würde ich dich glatt zum Ballspielen einladen. Wie, wenn ich kein Mädchen mitspielen? Zauber, was soll das denn bitte heißen? Ich sag jetzt einfach, ich will mit dir Ball spielen. Wirklich? Ja, nur wohl Jungs dürfen. Mein Arm schmerzt ein wenig, aber vielleicht nächstes Mal. Oh, Loser. Angst, oder? Du sollst nicht gleich hauen, ja? Nur weil du nicht mit dir Ball spielen willst. Ich habe die schönste Schmetterlingsfamilie gesehen, wie sie sich im Stadtgarten gesonnt hat. Da, du kriegst jetzt auch noch einen Saft, einen Pastinakensaft. Wohl bekommst. Und Georgi kriegt auch noch einen Pastinakensaft. Danke. Oh, der Georgi freut sich mal. Ich möchte ihm nicht noch einen geben. Ich möchte mit ihm reden. Hallo, George. Ich will dir nicht noch einen geben. Enkel, habe ich das schon erzählt? Ja, bestimmt. Red lauter. So. Ich gehe mir jetzt mein Schwert kaufen. Und dann ist so passend. Die nächsten zwei Streams ist ja Felix da. Und dann können wir unsere Wette laufen lassen. Ja. Nö. So, die Maru mochte auch nichts selbstgemachtes, ne? Dienstags und Donnerstags weiß auch ich nicht. Bei der Arbeitsklinik. Weiß ich tatsächlich nicht mehr. Bin gerade hier am komplett neu bestellen. Ich höre eh nicht mehr irgendwo Dingens und Bumsen. Jo. In die Mine meine ich. Dann Dingsbums mal. Ich gehe nicht mehr Dingsbumsen. Ochi, worauf willst du wetten? Oh, ob Dings oder ich recht haben? Noch mehr Dinge. Und Abby ist auch nett, aber. Oh, was hat er für ein Problem mit Abby? Oh, Sebastian mag Abby nicht, oder? Ist in sie verliebt? Ich bin mir nicht sicher. Das ist auch so. Ich glaube, ich mag sie nicht, aber ich könnte auch sein, dass sie in sie verliebt ist. Bin mir nicht ganz sicher. Sam ist der einzige Freund in der Stadt und Abby ist aber auch ganz nett, aber vergiss es. Tja, Abby er weiß ja, dass Abby schon von mir vergeben ist. Ja. Wir sind ja schon offiziell zusammen. Die werden beide total gehört. Wahrscheinlich gehen die miteinander.
Die klauen nur unsere Geschenke. Wäre natürlich traurig. Ätzend wäre das. So. Also, und so der Wette, ich kann nicht eine Wette über mehr. Wenn, dann müsstest du sagen, ich könnte das vielleicht offiziell machen, so inoffiziell, offiziell. Kannst du aber nicht über den Bot eine Wette über mehrere, also über mehrere Streams laufen lassen? Nicht, wenn du parallel andere Wetten machen willst. Achso, nee, dann geht das nicht. Achso, weil du immer deine Dota-Wetten hast. Du kannst inzwischen speichern, glaube ich. Weil du immer deine Dota-Wette laufen hast, ne? Mhm. Endlich wieder ein Schwert. Ein Lava-Katana. So gut habe ich nicht mal, ne? Ich habe das blöde Stahlfältchen. Ich habe ja 26 bis 38 damit. Und da fährst du, dass du die bessere Angel und alles Mögliche und... Die Angel kostet 1800, ne? Die kostet halt nicht mal 10% von deinem blöden Mistschwert, was du schon 300 Mal verloren hast. Dafür würden wir ohne meine Minenarbeit immer noch keine Sprengler haben. Das stimmt überhaupt nicht. Diese blöden Iridium-Sprengler hat der Felix besorgt und nicht du, weil du hast dein Schwert schon verloren. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe auch Iridium-Erz geholt. Das lasse ich nicht gelten. Mach mich doch fertig. Du stehst doch drauf. Nein. Ich stehe drauf, Leute fertig zu machen. Das ist ein Unterschied. Ach, alles das Gleiche. Ich habe ein Monsterziel erreicht. Sehr schön. Alles das Gleiche. Übrigens habe ich jetzt goldene Mayonnaise bekommen, aber die verkaufe ich trotzdem, ne? Jetzt sag mir nicht, dass ich mit dem... Es gehört, ich habe jetzt dreimal Goldmayonnaise bekommen. Oh, warte. Ja, Moment. Ich muss das ausprobieren. Probierst du jetzt aus? Was machst du? Ich hole mir eine Monsterbelohnung ab. Es ist verschlossen, geöffnet. Oh, scheiße, das hat mich jetzt mal interessiert. Es ist 22 Uhr. Ich dachte, die haben es 22 Uhr offen. Ich bin in die Mine und habe genau ein Fliegeviech kaputt gehauen. Und dann hieß es, ich habe eine Monsterbelohnung freigeschaltet bei Gil. Und meistens gibt es bei Gil Waffen, wenn man eine Monsterbelohnung freischaltet. Und wenn ich jetzt tatsächlich... Oh, beste Freunde. Ich liebe das Zeug, dass du es nicht super, Ben. Durch dieses eine Monster, das ich getötet habe, mir eine bessere Waffe freigeschaltet habe, als die für 25.000, die ich gerade gekauft habe, dann kriege ich einen Schreianfall. Wir brauchen Kupfererz. Ja, ich weiß. Kann ich wieder Geld von Clint abholen. Du kannst das einzeln in dein Inventar machen. Ich muss einfach bloß mit Kupfererz zu Clint hingehen und anquatschen. Ich muss gar nichts einzeln ins Inventar machen. Nein, muss ich nicht. Der will es nur sehen. Das habe ich schon ausprobiert. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe unser Kupfererz genommen, hingelaufen und hat mir Geld gegeben. Ja gut, dann mal legst rein, dann nehme ich es jetzt. Ich habe kein Kupfererz. Ich brauche Kupfererz. Wir haben nur irgendwie 10. Nur noch 8. Da, ja, jetzt ist zu spät. Jetzt kann man auch nichts mehr in der Mine holen. 30 Kupfererz. Ja, ist doch jetzt gut. Fällt mir ein, ich habe noch gar nicht. Ich würde so gerne wissen, ob ich da jetzt eine Waffe kriege. Das würde mich so ärgern. Nicht nur dich. Ja. Hier oben waren übrigens auch noch Batterien. Nein, wir sind nicht wie ein altes Pärchen. Na doch, manchmal schon. Das hat man mir bei meiner letzten Freundin auch gesagt. Das ist aber kein... Ich finde das nicht so ein Lob, muss ich mal so sagen. Nee, ist es auch eigentlich nicht. Ich glaube, bei einer Freundschaft ist es okay, da kann man damit umgehen. Aber bei einer Partnerschaft finde ich das echt schwierig. Ja, ein altes Pärchen ist halt das, was sich immer über die gleichen Sachen streitet irgendwie, oder? Wir streiten uns ja aber tatsächlich gar nicht. Nee. Das war bei meiner letzten Freundin aber schon Streit. Okay, dann ist es eher unangenehm. Oder zumindest unangenehme Diskussion, sag ich mal. Oh, guck mal, wie schön wir kuscheln beim Angeln. Du hast dich neben mich gestellt, ich kann nichts dafür. Warst du nicht, war ich nicht zuerst da? Nee, du hast dich gerade umgedreht gehabt und dann habe ich mich hingestellt. Ja, ich habe dir einen Bussi gegeben, dass du dich dann schön hinter mich stellst. Pff, ich mag, weiß, dass du es von hinten magst, aber so muss es beim Angeln, weiß ich ja nicht. Das ist echt schwierig. Ja. Bevor Abigail einzieht, darfst du nochmal hier schlafen. Bevor Abigail. So machst du das, ne? Also die Handy anbackern, wenn der Felix nicht da ist und nochmal mit mir in dem Bett schlafen, bevor die Abigail. Du bist zu mir ins Bett gekommen, nicht ich zu dir, Moment, ja? Du, zwei Tage vorher bist du zu mir gekommen. Nee, da lag ich schon in deinem Bett und du hast dich reintragen lassen. Dafür kann ich ja wohl nichts. Ja, kein Kommentar, Uchi. Ich glaube, das ist besser, an der Stelle kein Kommentar zu machen. Also, okay. Jetzt muss ich das Giveaway noch starten. Wo ist denn das jetzt wieder hin? Aber meinst du nicht, dass alle Leute schon Mirror's Edge haben? Die? Bestimmt haben sie es schon, aber ich habe es doppelt. Dann habe ich gedacht, ich verschenke das normalerweise an Freunde, wenn ich was doppelt habe. Und jetzt verschenke ich es einfach an irgendjemanden.
Gibt es Neues im Leben vom Land? Gegenstände im Rampenlicht. Krabbenreuse. Erfahrene Angler wissen, wie man eine Reuse herstellt. Diese Art an Falle kann dazu genutzt werden, eine Vielzahl von Wasserkreaturen zu in Süß- und Salzwässern zu fangen. Hier sind zu viel drin. Platziere die Reuse einfach im Wasser und lege einen Köder hinein. Am nächsten Tag kannst du dann nachsehen, was dir in die Falle gegangen ist. Danach musst du einen neuen Köder auslegen. Okay. Und neutrale Geister. Wir haben tatsächlich ganz viel zu ernten. Du musst ernten. Ja, mach ich schon. Klapp. Du musst die Tiere machen. Dann gehe ich zu Kühen. Ja. Ich gebe dir diesen Ratschlag, weil ich dich mag und will, dass du in Pelikan bleibst. Wenn der Tag kommt, an dem du jemanden heiraten willst, musst du der Person ein Meerjungfrauenamulett geben. Keine Angst, jeder in Pelikan versteht die Bedeutung von diesem Amulett. Es ist eine alte Tradition in dieser Region. Viel Glück, Louis. Das kriegt man bestimmt bei diesem alten Typen da. Welchem alten Typen? Den Seemann, oder? Das wirkt doch wie so ein Meerjungfrau-Typ. Ich hätte gedacht, beim Meerjungfrauen-Dingensmarkt gedöns im Sommer. Oder so. Vielleicht gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Aber erinnerst du dich, wo wir diesen Typen da getroffen haben, der an unterschiedlichen Tagen bei uns da war? Ja, der beim Sturm war. Genau. Den meinst du? Okay. Der hat doch gemeint, du bist noch nicht bereit dazu oder so irgendwie. Okay. Ja, an Sturmtagen war der immer am Wasser. Ja. So, also heute ist der erste Stream, wo die Wette gilt, gell? Was für eine Wette? Dass ich mein Schwert nicht verliere. Ja. Das heißt ja nur, wenn du stirbst, musst du Glück haben. Das heißt, ich darf nicht sterben. Und oder Glück die haben. Die eigentliche Taktik wäre sogar einfach nicht in die Mine zu gehen. Ach komm, ich habe nämlich mit Felix nicht ausgemacht, dass ich nicht in die Mine gehe, in der Zeit. Wir haben ja was ungünstig platziert. Wäre das unfair? Wenn ich nicht in die Mine gehe in der Zeit? Das ist nicht meine Wette, da mische ich mich nicht ein. Würde ich behaupten. Ich muss ja nie erfahren, dass ich nie in der Mine war. Ich kann ja einfach erzählen, ich bin in der Mine und dann stehe ich in Wahrheit bei den Bahngleisen oder so. Ja, und dann sieht man dich irgendwo, weil irgendjemand da hochläuft und dann denkst du, shit. Es gibt hier genug Verstecke, bei denen ich 2 Stunden lang stehen kann, ohne dass man mich überhaupt sieht. Ja, aber du hast einen Stream an, ist dir bewusst. Also Felix, hinterher, als ich meinen Stream angucke, was ich gemacht habe in Wahrheit. Aber du hast die Beweise quasi persistiert online. Aber er weiß nicht, dass es Beweise gibt. Er weiß doch, dass du streamst. Ja, und dabei guckt er nicht. Er denkt ja gar nicht dran, sich einen Bescheid. Ja, vielleicht muss man es ihm nur sagen. Vielleicht kann man auch einfach die Klappe halten. Was? Nee. Nee, es ist ja schon okay. Man muss ja schon ehrlich sein zu seinem besten Kumpel, ja. Kann ich die Karte aus? Lieber das Bruder vor Luder. Dadurch, dass ich mich selber nicht als Luder bezeichnen würde, fühle ich mich ja, du vielleicht auf. Nicht. So weitermache ich echt noch als Stream-Schlampe. Das ist durch, das ist echt krass. Nee, du bist keine Stream-Schlampe. Du bist nur eine Real-Life-Schlampe. Weißt du, du wolltest, dass ich... Moment mal. Du wolltest, dass ich streame, dass auch mal eine normale Frau gescheite Streams macht und dann rede ich die ganze Zeit über Sex und so eine Scheiße. Das heißt, ich mache... Ja, dafür kann ich ja jetzt... Aber du, ich mache nichts Besseres als alle anderen. Nein, das hättest du zeigst nicht Boobs. Du redest nur drüber. Ich habe die stabile Seitenlage gezeigt. Stimmt, das habe ich mir gar nicht angeguckt. Und an meinen Boobs, wo man beim Heimlichgriff reinfasst. Aber oh, da muss ich doch nochmal reinschauen. Ja, da habe ich aber auch, da habe ich Mist gebaut. Ich bin zu weit oben. Das hat mir mein Chef hinterher gesagt. Mist. Dein Chef hinterher? Ja, ich habe meinem Chef-Kumpel habe ich gesagt, dass ich das machen werde. Und er hat gesagt, er guckt mal rein. Und dann hat er sich es komplett angeguckt und hat mir hinterher eine Liste von 20-seitige Liste geschrieben mit Sachen, die er gut fand und Sachen, die er schlecht fand. Sehr gut. Nee, fand ich gut. Also, ich habe schon lange kein richtiges Feedback mehr bekommen von jemandem, der Ahnung hat. Also auch bei den Kursen nicht. Von daher finde ich das echt cool, dass er sich da die Zeit genommen hat für. So. Oh, das ist ja Quatsch. Hm. Ich mache jetzt noch mal ein paar Bohnensetzlinge, ne? Ob wir die nicht benutzen werden? Nee. Ich level wieder. Ja, wir Bohnensetzlinge können wir ja nächstes Jahr wieder benutzen. Weise vorausplanen. Ah, ups.
Ich würde ja gerne irgendwann mal mit euch drei wirklich in die Wüste gehen, in die Mine. Vielleicht machen wir das nächsten Winter mal, wenn wir nicht so viel zu tun haben. Oh, shit. Kannst du nicht irgendwo runter? Ey, und ich muss ja noch gucken, ob ich tatsächlich ein Schwert geschenkt bekommen hätte von denen, dann bin ich aber wütend. Jetzt 25.000 für so ein scheiß Schwert aus, dann kriegst du mein Schwert, du hast nämlich auch noch nicht so ein gutes, oder? Ja. Ich habe ungefähr den halben Damage von dir aktuell. Ja, na gut, dann ist es ja nicht ganz wasted. Und deins heben wir dann auch für Notfälle. So, setz links Gedöns hier. 108 Maissaat, ey. Haben wir nicht gesagt, wir machen nur bis 100? Tja. Wir haben 108. Gut. War Blumenkohl nicht auch Frühling? Ja, hier, guck mal, da haben wir noch Frühlingssachen, die wir pflanzen können, die wir nicht gemacht haben. Ah, schön, mach mal. Frühlingssaat haben wir ja auch noch liegen, die wir nicht gemacht haben. Jo, hau alles rein. Beziehungsweise hast du alles schon gemacht, was die neuen Sprinkler angeht? Ich glaube, so viel wie ging, ja, aber ich glaube, ich habe da gar nur einen aufgestellt, tatsächlich. Dann solltest du vielleicht die anderen noch aufstellen. Hallo, Matze! Guck mal, mein Bot reagiert direkt auf dich, voll schön. Ich habe einen Bot eingerichtet, der springt an, sobald man Hi, Hallo oder Moin sagt. Ist das nicht schön? Ja, bestimmt. Nicht? Ich fand das nett. Du sollst ja drauf reagieren und nicht dein Bot, deswegen. Ich reagiere ja auch drauf, aber mein Bot reagiert mit. Mein Bot bietet was zu trinken an. Mhm. Virtuelles zu trinken. Ja. Nicht? Ja. Über Sex reden und die Leute zum Alkoholiker machen. Geil. Moment mal. Also erstmal, dass du von Trinken direkt auf Alkohol schließt, das spricht sehr für deine Mentalität, ja. Also eher so gegen dich und sowas, ja. Also, sehr gut. Und könntest ja auch ein Wasser bestellen, ja? Also von Alkohol hat niemand was gesagt. Wasser nehme ich zum Gesicht waschen. Und Matze sagt, er findet es sehr schön. So. Dass mein Blue Body Boy begrüßt. War ja nur ein Spaß. Mensch. Ja. Der ist schon wieder viel zu ernst genommen. Ich will nicht genommen werden. Auch nicht ernst. Genommen werden auch nicht? Nee, genommen werden, das hängt ein bisschen vom Tageslevel ab. Achso, also heute nicht. Nee, heute würde ich da in Ruhe gelassen werden wollen, weil ich habe ein bisschen Schnupfen, das ist nicht so angenehm. Ja gut, okay, vor allem bist du damit eklig und ansteckend. Und ja, deswegen. Fühlt man sich dann auch eklig und ansteckend? Hatten wir irgendwo die, ich hatte doch mehr Dingens gebaut. Wie geht's dir denn, Matze? Die blöde Miezekatze ist im Weg. Ey, ich will einen Hund haben, sonst trete ich die noch. Und er steht dich, unsere Katze zu treten. Es ist deine Katze, ja. Es ist nichts unsere Katze. Es ist deine Katze. Es ist die verdammte Farmkatze, ja. Die gehört dir auch und du hast Verantwortung für das Vieh. Ich habe überhaupt keine Verantwortung für das Vieh. Natürlich. Nein. Matze, wann hast du mir geschrieben und worüber? Also über welche Plattform, nicht worüber thematisch. Weil ich gerade nicht wüsste, wo, aber wenn dann habe ich nicht reagiert. Wenn ich nicht reagiert habe, tut es mir leid, wenn ich es irgendwo nicht gesehen habe. Wässert jeden Morgen 24 Felder um sich herum. Ach, 5x5 war das, ne? Ja, schon krass, gell? Da können wir unten noch eine ordentliche Reihe machen. Bin ja schon dabei. Oder sollen wir dann die wir jetzt haben, ersetzen? Oder wollen wir einfach mehr anbauen? Mehr Pastinaken vielleicht? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Weg mit dir. 5. Das Spiel ist aber auch fies. Jetzt habe ich gerade überlegt, naja, ich habe nicht mehr so viel Leben, vielleicht sollte ich es für heute lassen in der Mine. Und auf einmal spielt es Musik. Tja. Und du spielst so selten Musik und die Musik in der Mine ist so schön. Ist eindeutig eine Markierung, sodass jetzt hier weggehen. Weil es schöne Musik spielt? Ja. Da wird es gefährlich. Hättest du noch nicht gehört, wenn immer wenn Musik spielt, kommt der Boss als nächstes. Das ist dann ein anderes Spiel denn so. Aber doch nicht bei Stardew Valley. Ich guck gleich mal, Matze, das tut mir leid. Also,
Entweder ich habe es irgendwie übersehen. Nee, Lumi ist einfach abgehoben. Müsst euch dran gewöhnen. Wie bin ich denn bitte abgehoben? Sie hat jetzt regelmäßig Zuschauer, da wird sie Fame da. Nicht mehr für alle erreichbar. Bist du ein Arschloch? Ich bin tatsächlich nicht mehr für alle erreichbar. Ich habe auch beschlossen, dass ich VIPs, was Zocken und sowas angeht, Vorzug gebe. Einfach weil ich irgendwie eine Handhabe dafür finden muss. Hast du denn so viele Leute, die bei dir mitspielen wollen? Eine Zeit lang war es tatsächlich relativ krass in Dota. Ich hatte immer vier Mitspieler. Und dann habe ich ja zum Teil noch von Missy und Matze welche, die ich gar nicht kenne. Und dann war es irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hatte jetzt noch nicht den Fall, dass ich jemandem sagen musste, nein, du nicht. Aber ich hatte das Gefühl, es kommt bald. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was für eine Regelung ich finde. Und jetzt habe ich die Regelung für mich gefunden, dass VIPs und Mods werden bevorzugt und danach kommen Subscribers und danach Followers und danach der Rest. Weißt du, was eine einfachere Regelung dafür wäre? Ein Spiel mit mehr Mitspielern spielen. Ja, ich könnte bei Dota ja noch alternativ dazu Leute gegen mich spielen lassen. Dann hätte ich ja immerhin 9 Leute, die mitspielen können. Das wäre schon einiges, aber na. Schon eine Option gefunden. Geh jetzt mal einen Moment früher ins Bett und guck mal, was Matze mir geschrieben hat. Weil ich nicht abgehoben bin. So. Das dazu. Ah, sehr schön. So. Weil eigentlich wird mir das auch angezeigt. Oh, ja, jetzt wird es mir auch angezeigt. Sehr schön. Ich trinke noch ein bisschen Tee. Tee ist was Geiles. Ja, gerade Adventsfrüchte-Tee gekocht. Okay. Wobei ich vermute, der wäre nicht dein Geschmack, wenn du normalen Tee gerne trinkst. Ich trinke jeden Tee gerne. Also am liebsten eigentlich wirklich Gewürztee. Was ist ein Gewürztee? Na, so mit Zimt oder Süßholz und so Sachen. Ich glaube, Süßholz ist drin. Zumindest schmeckt das so. Oh, Matze. Aber viele Tee-Experten sagen ja, das ist kein richtiger Tee, wenn da keine Teeblätter drin sind. Und Früchtetee ist ja logischerweise nicht aus Teeblättern gekocht. Ja, Teeblätter sind auch, mag ich auch ehrlich gesagt nicht ganz so gern. Teeblätter füge ich immer ein, wenn ich irgendeinen Effekt haben will. Erstmal Grüntee ist ziemlich gesund und hat Koffein und auch Schwarztee hat viel Koffein. Also wenn ich so einen Effekt haben möchte, dann schiebe ich die, mache ich mir Mischungen mit Teeblättern. Dann schiebst du dir das rein, ja. Sage mal, du wolltest das sagen, ich hab's genau gehört. Muss dringend mal wieder jemanden nageln, damit du ein bisschen ruhiger wirst. Oder dich kastrieren lassen oder so. So ist es doch bei Hunden. Ich bin aber kein Hund, ich bin nur ein Hundemensch. Und Hundemenschen sind nachweislich eher Katzen. Ich hab nur deinen Satz vollendet, weil ich hab genau gehört, dass du das sagen wolltest. Matze, stimmt doch, oder? Hast du auch gehört. So. Matze hält zu mir, weil Matze immer zu mir hält. Das ist aber ein langweiliger Matze. Nein, das ist nicht. Bin ich schon. Gute Freunde halten zusammen und so. Matze hält immer zu mir. Guten Freund, gibt man ein Küsschen? Das auch. Aber ich habe leider keine da. Sonst keine Ferio-Küsschen. Nur eigene Küsschen. Tja, die nimmt er bestimmt auch. Tja. Hättest mir auch helfen können beim Aussehen noch, weil ich habe es nicht alles ausgesät gekriegt, tatsächlich. Wie wäre es, wenn du mir das mal vor 1.20 Uhr sagst? Du bist halt 22 Uhr schlafen gegangen und hast nicht drüber nachgedacht, was sonst noch so zu machen ist. Nee, ich wollte Matze noch eine Nachricht schreiben, deswegen bin ich 22 Uhr schlafen gegangen. Aber du hättest auch sagen können, hey, lass noch mal was machen und dann hätte ich halt Matze später geantwortet. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Nee.